Hallo liebe Lok-Fans, willkommen zurück zu einem weiteren Lok Leipzig Let's Play mit eurem Erik Vikings. Und heute wartet der FC Bayern München 2 auf uns und danach der SV Werder Bremen. Für mich ehrlich gesagt zwei Spiele, wo wir wirklich jeweils 3 Punkte einfahren müssen, einfahren sollten. Und es gibt mittlerweile nur noch Angebote für Schärf und auch Witz mittlerweile für Weiland aus Köln, für Schärf von Zürich und Hoffenheim. Aber wie gesagt, ich werde alles, was dahin geht, ablehnen jetzt. Egal, ob die pissig sind oder nicht. Sind gut gestartet, hat in der Moral auch, Alter, guckt euch das an. Die lassen es einfach nicht sein, ne? Das gibt's gar nicht. Ich kann das ablehnen, die machen wieder ein Angebot. Ich lehne das ab, die machen wieder ein Angebot. Das ist unglaublich. So, dann gucken wir mal. Bielefeld mit dem 3 zu 0. Okay, Regensburg, Darmstadt 6 zu 4. Krass, und Bremen verliert gegen Braunschweig 1 zu 0. Bei Bremen ist auch absoluter Wurm drin, ne? So, dann gucken wir mal, wie wir gegen Bayern dastehen und dann gegen Bremen. Aber wie gesagt, das sind 2-3-Punkte-Spiele, also 6 Punkte nach dieser, nach dieser Folge sollten wir eigentlich haben. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus mit Richtung Aufstieg, ne? Also dann haben wir 55 Punkte. Ich weiß nicht, was da eigentlich da noch passieren soll, wenn wir so weiter performen, wie das jetzt gerade so der Fall ist. Eingestellt habe ich schon alles. Ndzi geht über links hinten, weil Cooks wegen Gelbkarte fehlt. Und Andrason ist wieder zurück. Voila ist zurzeit einfach richtig gut. So, geht raus, spielt euer Spiel, dann wird das schon. Hat bisher immer funktioniert, und gegen Bayern München 2 erwarte ich mir auch wenigstens 3 Punkte bei strömendem Regen. Salihamidzic. Jawohl, sehr gut dazwischen von Weiland. Ach, Bjondic rutscht der Ball aus. Metu. Gmelkan. Sehr stark hier. Oh, Semic geht auch weiter ran. Warum zieht er zurück? Aber gut, Eiland aufgepasst. Grimm, Lidong Gong. Ah, hebt den Ball zu schnell, zu weit hoch. Aber holt sich den Ball wieder, Lidong Gong. Endlich ist er da. 0 zu 1. Das war alleine sein Tor. Das war alleine, nur der Willen zählt. Und das hast du hier gesehen. Und Buchmann, jo. Was sollst du da sagen, ne? Eine Minute gespielt, Lidong Hong. Andrason und noch einer kamen sich da ein bisschen in die Quere. Dafür beide gelbe Karten, haben sie anscheinend miteinander angelegt. Röger. Oh, kriegt den Ball nochmal in den Kopf. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Aydin und Andrason scheinen sich da gerade so ein bisschen die Meinung gegeigt zu haben. Unsere isländischen Waffe hinten drin, Reinby. Ja, war auch mal so ein Faktor bei uns. Andrason, sehr gut. Weiland, ah, verliert den Ball. Wird gefährlich jetzt. Aber Wanner verzieht. Ja, alles im Allen sehr gut. 0 zu 1 sieht stabil aus bisher. So, Andrason werde ich dann jetzt aber zu Hause lassen, weil Bayern ist eigentlich eine Mannschaft, die dann sehr auf diese gelb-roten Karten geht. Dafür habe ich dann Marc-Oliver Kempf. Ansonsten bin ich mit allen anderen sehr zufrieden heute. Kann so weitergehen. Für Semic wird dann heute mal Zickler kommen. Aber bisher alles super im Griff haben wir hier gegen die Bayern. Augsburg 2-0 gegen Heidenheim. So, danach werden wir auf jeden Fall wechseln. Buchan. Abfangen hinten. Sehr gut. Grimm. Marc-Oliver Kempf. Sehr gut aufgepasst. Ndzi. Ah, kommt da nicht ran. Schade. Aber holt ihn sich so wieder gegen Salihamidzic. Kempf. Lidong Gong hat komplett Platz jetzt auf links, schickt Weiland. Weiland, sieht er Bjondic, sieht er gut, Röger.
wie du aus so einer Situation so einen Konter kriegst, das siehst du jetzt gerade hier, das ist ja Wahnsinn. Aber gut, wir stehen richtig gut und haben Gott sei Dank den Pfosten auf unserer Seite. Weiland. Ah, Bröger kommt nicht ran. Kämpft. Klärt nach außen weg. Ich muss kurz mal den, sonst schaffe ich das hier nicht mehr. Also Zickler kommt rein für Semic. Wir werden Richie Neudecker bringen für Grimm. Nee, lieber doch nicht. Wir bringen auf jeden Fall Schärf für Lidongung auch nicht. Wir bringen Maschka für Bröger, aber jetzt nicht. Wir bringen Kay. Boah, es ist gerade ganz schwierig. Wir bringen auf jeden Fall Selicai. Und ich würde sagen Lütke Free für Grimm. Bröger macht denn nochmal scharf, das gibt es gar nicht. Wenn er weglässt, was macht denn Bröger, Mensch? Wenn er doch einfach weglassen würde. Lidongung, gelbe Karte. Jetzt gibt es Elfmeter, was macht denn Zickler, ey? Der zieht den Demirikan im Strafraum am Tief. Das ist klar, Elfmeter. Ja, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. So ein Schwachsinn von Zickler. Oh, und Menzel hält. Der war aber auch schlecht geschossen. Der war aber auch schlecht geschossen. Kinder war der schlecht geschossen. So, Schärf kommt rein für Lidongong. Und ich bringe noch mal Majek kann ich nicht mehr. Shit. Ist egal. Ein Spiel wird er wohl verkraften, wenn er mal nicht spielt. Aber 1:1 ist absolut zu wenig, Leute. Ich gehe jetzt mal auf die Offensive. Ich möchte hier wenigstens 3 Punkte. Aber jetzt kriegt man die Quittung. Passt auf. Und sie. Selicai behauptet ihn nicht, aber Weiland. Super Ball auf Bröger. Pick Zickler. Fick doch Zickler. Kämpft sehr gut. Lütke Free sehr gut. Weiland. Das ist doch kein Schuss. Das war nicht heute. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und viele gelbe Karten wieder. War zu wenig, Leute. Das habe ich dir noch gesagt. 1-1 ist okay, klar. Das ist Motzen auf hohem Niveau, aber das können wir uns auch erlauben, weil, wie gesagt, das war jetzt echt zu wenig. 8 Punkte auf Augsburg ist okay. Also ist jetzt nichts Schlimmes. Aber trotzdem muss da eigentlich 3 Punkte raus und ich weiß nicht, wie viele Gesperrte wir jetzt haben. Das waren viele gelbe Karten. Bin mal gespannt, wer jetzt alles ausfällt. Ja, aber komischerweise noch gar keine. Doch, 3 Mann. Ah, Entschuldigung und vielen, vielen Dank. So, dann kommt Oliver Kempf rein. So. Dann nehmen wir Piller mit. Was soll ich anders machen? Auf links wird Schärf auflaufen. Und dann nehmen wir Patrick mit. Wahnsinn. Es tut mir leid. Also manchmal ist der Wurm drin in der Nase. So, Bremen. SV Werder Bremen. Ist schon enttäuschend, dieses 1:1. Echt, diese Angebote hier, ne? Lütke Free. 16,5 Millionen. Der ist viel mehr wert, ne? Guckt euch das mal an. 23 Millionen. Ich hätte dann gerne, sagen wir, pass auf, 20 Millionen komme ich euch entgegen. Verhandeln. Ja, auf sofort nicht. Sofort. Ich nehme es an. Und dann hole ich mir noch jemanden.
Wenn er geht, hole ich mir jemanden. Ich glaube, ihr wisst es auch alle schon, aber ich glaube, das wird jetzt passieren. Aber 20 Millionen, das muss ich annehmen. Leute, das kann ich gar nicht ablehnen. Ich habe es versucht, aber das Weiland, ja, könnt ihr knicken. Ich bin hier nicht hier der King Dingeling hier in der zweiten Liga, wo ihr alle Spieler euch, wo ich ausbilde und ihr holt euch das alles. Das können wir auch schon mal knicken, ne? Junge, Junge, Junge. Bin doch kein Ausbildungsverein. Wir wollen selber da hoch und wollen angreifen. Aber 20. Oh, nee. Aber 20 Millionen, Lüdgefri, bestätigt Wechsel. Kotzen, ey. So. Passt auf. Ingelsson. Es ist einfach dann safe, dass wir jetzt dann uns Ingelsson holen. Da, das ist einfach klar. Verhandeln, was wollen sie? 3,5. In Raten. 6 Millionen, seid ihr eigentlich bescheuert oder was? So 3,5, die nehme ich an, aber noch nicht nochmal, aber nicht nochmal 3,5 Millionen hinterher. Seid ihr denn nicht ganz sauber oder was? Oh, Ingelsson, ja, Hoffenheimer Lüdgefri für 27 Millionen. Rotationsspieler bleibt. Mit Zeller kannst du gerne. Ja, super. Auf 3 Jahre finde ich so, kann ich sogar mehr machen. Ich kann sogar mehr machen. Ich biete dir 1 Million. So. Jetzt wird auch noch gespeichert, Leute. Svante Ingelsson, ich glaube, es wird für einige von euch wahr, wa? Ich glaube, so langsam einige von euch haben das sich schon herbeigesehnt, dass wir natürlich jetzt Lüdgefri verlieren an Hoffenheim. Willst du machen, ne? Aber überleg mal, 27 Millionen und der war bei uns nur Reservist. Also da muss ich schon sagen, ein guter Deal. Ein sehr, sehr guter Deal. Und jetzt haben wir dann Bremen. Wo ist er da? Wen wollt ihr denn jetzt noch wieder haben hier? Rekordeinnahme, ja. Alles die geben die, also das verstehe ich auch nicht, ne? Menzel ist wieder fit. Posteingang, Taktik, Meeting. So. Tja, dann. Kommst du mit, wa? So einfach, so schnell geht's, Kagan. Und Kaufmann, so schnell sitzt, aber dann ist auf jeden Fall Svante Ingelsson demnächst unser Spieler. Ich denke mal, das wird ganz gut sein, dass wir den verpflichten. Freue ich mich auch schon drauf. Ist ein guter. So, hier erwarte ich mir natürlich jetzt dann wirklich 3 Punkte. Auch wenn der Gegner SV Werder Bremen heißt, aber gegen Bayern haben wir geschlafen. Und da muss was passieren. Menzel mit dem Abstoß, 2 Minute. Alles gut gegangen. Schöne Einzelaktion von Mbom. Dröger. Möwald bleibt auch stehen. Höhlgrub. Boller. Was läuft denn hier falsch jetzt zur Zeit? Wieso kriegen wir so viele gelbe Karten jetzt in der Rückrunde? Und Bremen macht gerade komplett das Spiel. Aber sowas von. Das gibt's ja gar nicht. Dröger, nächste gelbe Karte. Habe ich da irgendwas eingestellt? Sind wir jetzt gerade auch aggressiv unterwegs? Nee. Verstehen tue ich es nicht, hey. Passiert aber auch gerade gar nichts, ne? Eine erste Halbzeit absolut zum Vergessen. Was ist denn hier? Und Cox, Grimm. Kurz vor der Halbzeit noch 1-0 wäre natürlich klasse. Bröger. Immer noch Bröger.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war nichts, ne? Das sage ich auch gerade und ich werde definitiv Bröger jetzt rausnehmen. Das ist heute gar nichts von ihm. Von Weiland kommt auch überhaupt nichts. Da mache ich dann diesen Move, dass ich Kagan bringe. Also wer gegen Bremen hier nicht gut spielt, der kann auf jeden Fall erstmal nachdenken auf der Bank. Sehr gut von Kempf, Maschka, Semic. Boller würde ich auch gerne rausnehmen. Geht gerade gar nicht, weil wir haben niemanden. Grimm. Der hat auch die gelbe Karte sich jetzt geholt. Da habe ich dann nur Patrick. Cox. :1. Stark. Sehr wichtiges Tor. Sehr stark. Wie gelbe Karten kriegen wir denn jetzt? Maschka, nächste gelbe Karte. Hab ich schon. Marc Oliver Kempf, erstes Saisontor. Wie gut war das Kopfballtor bitte? Junge, wie der hochsteigt. Wattenbulle. Wir wechseln. Wir gucken, was wir machen können jetzt. Okay, ich kann Patrick bringen für Schärf auf links. Das passt schon mal. Innenverteidigung. Zickler. Könnte. Piller. Schwierig. Dann würde ich dann Zickler bringen für Boller. Und auf rechts. Da habe ich Maschka gerade erst rein, ne? Ja, Richie soll auf jeden Fall heute mal rein für Grimm, bevor dann Zwante kommt. Oh, richtig gut, die Jungs, ey. Richtig, richtig gut. 70. Minute, 0:2. Ist okay, ist super. Was willst du mehr, ne? Super, Neudecker. Kagan. Auf Maschka. Flanke bringt leider nichts ein. Aber wir sind sofort wieder dran und das ist stark. Hier, super. Kagan, wieder schöner Laufweg. Rein. Oder mach's alleine. Neudecker. Semic. So, jetzt haben wir alle hinten in der Abwehr mal eine gelbe Karte, ne? Jetzt bin ich echt gespannt, wie wir da auftreten. Da wird es eine Dreierkette. Patrick. Neudecker. Super Übersicht von Patrick. Neudecker. Ganz fein. 0:3. Effizient. Was soll ich da sagen, ne? Auch Richie Neudecker. Schön, dass er trifft. Gefällt mir. So, Zickler, weiter Ball. Kretschmer. Ampadu. Sehr gut von Cox. Ah, wir haben komplettes Platz. Komplett Platz hier. Die überlassen uns komplett alles. Die Bremer. Die geben sich komplett auf. Und nochmal Neudecker. Was ein Ping-Pong-Tor von Patrick. 0:4. Wahnsinn. Und der nächste Sieg. Also wer jetzt noch nicht glaubt, dass wir den Durchmarsch wieder mal schaffen. Es ist krass. Es ist absolut krass. 11 Punkte Vorsprung auf Augsburg. Das ist schon riesig, ne? Das ist schon riesig.
Und wenn du nach hier unten guckst, 13 Punkte. Wow. Wow, wow, wow. Neudecker gut in Form. Das war stark, was er gemacht hat. Ein Assist, ein Tor selbst. Überragend, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.